Guten Tag und herzlich willkommen zur dritten Staffel von Stranded Alien Dawn, in der es um die Tiere geht. Es geht ums Zähmen, es geht ums, na, Züchten nicht, man kann ja nicht wirklich züchten, aber es geht ums Poppen der Tiere quasi, weil es werden einfach immer mehr. Aber wenn wir jetzt hier nicht schnell füttern, dann werden das hier immer weniger. Und das wollen wir eigentlich nicht. Die sollen eigentlich, wenn dann, aus Altersschwäche sterben. Hugo, wie sieht's bei dir aus? Hast du Bock, dich ein bisschen zu kümmern hier um ums Rentschen? Ich würde sagen, der Hugo, der geht mal jagen, ja, aber erntet nur, wenn die Hunde soweit zu, die Tiere soweit zufrieden sind. Gucken wir mal. Jetzt ist ja das Rentschen eigentlich an Platz 1. Oh, Absturz von Raumschifftrümmern. Da können wir direkt mal jemanden losschicken. Diesmal ist es aber nicht der Hugo, sondern der Ken. Dann gucken wir mal. Vielleicht wird es ja sogar ein Survivor. Stellt euch das mal vor. Jetzt stellen Sie sich das mal vor. Was machst du? Du machst, du kümmerst dich da ums Futter. Das ist gut, aber wichtiger ist das Futter hier gerade. Warte mal. Jetzt bringst du da hinten die Nahrung hin. Ja gut, du kümmerst dich gerade, aber die rasten hier gleich, glaube ich, aus, ne? Warte mal, wir brauchen mal hier gerade jemanden, Rita. Du musst mal gerade hier Nahrung bringen, bitte, weil die werden sonst unzufrieden und werden uns... Nein, Rita, du sollst bitte einmal... Nicht genug Ressourcen? Moment mal. Tierfutter? Getreide. Erlauben wir also auch das Getreide? Hier ist Getreide erlaubt, ne? Ja, okay. Rita, bring mal die Nahrung bitte hier. Bringst du mal die Nahrung hier, Rita? Ja, wunderbar. So, aber schnell. Wunderbar. Jetzt könnt ihr alle erstmal was futtern hier. Ich hoffe, ihr tut das auch. Rita, du kannst auch hier nochmal die Nahrung bringen. Möglichst schnell. Sonst, die deppern uns, sie hauen uns sonst hier die ganze Bude kaputt. Wir müssen vielleicht auch nochmal gucken, hier ein bisschen mehr anzupflanzen auf diesem Gelände, weil wir ja gelernt haben, was haben wir denn hier überhaupt? Was bist du? Riesengrasfeld. Das futtern die nämlich auch. Ich sehe aber gerade, da passt nirgends was hin, ne? Und das hier habe ich auch irgendwie Kacke gesetzt. Warte mal. Feld vergrößern. Moment mal. Feld entfernen. Anbau, Nutzpflanzen, Getreidekolben. So, zumindest mal hier so. Habe ich jetzt Getreidekolben reingesetzt oder wieder was? Ja, hier ist natürlich schlecht, ne? Die, weil normalerweise könnten wir an der Absturzstelle Notrationen. Ja, tolle Wurst. Tolle Wurst, Ken. Normalerweise müssten wir eigentlich hier. Müssen wir gerade mal kurz gucken. Rita müssen wir auch nochmal losschicken hier in der Staffel. Da gibt es nämlich noch. Ah ne, Multiohr. Ah, das können wir leider nicht, ne? Das geht nicht hier. Ich würde sagen, wir vergrößern mal nach hier ein bisschen. Damit die so ein, zwei Felder auch auf ihrem Gelände haben. Das ist nämlich ganz praktisch. Also das kann ich euch auch als Tipp geben. Wenn man ein, zwei Felder einfach in die Gehege baut, dann bedienen die sich daran nämlich auch. Also dann futtern die davon ab und zu ein bisschen. Und das ist natürlich sehr von Vorteil. Warte mal, wir können natürlich auch einfach hier, warte mal, wir machen hier, wir verkleinern mal hier. So. Und dann werden wir hier den Zaun einmal kopieren. Oh, ich sehe gerade, das geht gar nicht hier. Da müssen wir hier nochmal eben was verkleinern. Gucken wir mal jetzt hier vielleicht. Einmal den Sound kopieren. Zack, zack, zack. So geht das. So, dann bauen wir das hier mal fertig. Und hier müssen wir sowieso alles mal umbauen. Wir müssen mal die ganze... Den ganzen Elektrokram, den schmeißen wir mal da hinten hin, würde ich sagen, ne? Komm. Ein paar kleine Umbaumaßnahmen. Nee, dann haben wir jetzt nämlich hier... In ihrem Gelände, in ihrem Gehege haben wir jetzt nämlich hier auch schön lecker Gras und was auch immer hier wächst. Und dann greifen sie tatsächlich ab und zu darauf zu und futtern den Kram. Ich weiß nicht, ob sie Pilze futtern, ehrlich gesagt. Und futtern dann den Kram und futtern nicht das, was wir ihnen, also nicht nur das, was wir ihnen ins Gehege schmeißen.
So. Genau so. Das ist doch gut. Dann müssen wir hier einmal die ganzen Zäune wegnehmen. Ach, Racker ist wieder mal blockiert. Ja gut, das ist schlecht. Kannst den Zaun mal hier eben abreißen, mein Freund. Holzzaun abreißen. Hier auch nochmal Holzzaun abreißen. 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 So, dann müssten sie nämlich sich einfach lecker hier ein bisschen was nehmen und ernten können wir es ja trotzdem, wenn es mal reif werden sollte. So machen wir das. Racker, der ackert hier komplett durch. Der macht nichts anderes gerade. Habe ich den Eindruck. Aber wieso haben wir dann noch immer so wenig Sprit? Also Racker musste natürlich auch wieder was aufbauen. Das ist natürlich klar. Gut, schade, dass mit der Expedition hätte natürlich besser laufen können. Rita pflanzt und pflanzt und pflanzt und pflanzt und pflanzt. Wo steht sie denn gerade? Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir haben von allem zu wenig, ne? Hier würde ich auch sagen, die brauchen wir halt einfach gar nicht. Ja, die brauchen wir einfach gar nicht. Das Feld entfernen wir einfach mal. Was wir eben brauchen, ist jede Menge mehr Heu. Jede Menge mehr Getreide. Was haben wir hier? Heilpflanzenfeld ist natürlich auch ganz gut, ne? Getreidegrasfeld. Ja, und das muss alles mal angepflanzt werden. Da kümmert sich aber der Hugo eigentlich auch drum. Hugo sollte da eigentlich auch gleich mal losziehen. Wir werden auch mal Folgendes machen. Damit hier nicht ganz so viel Kacke gelagert wird, werden wir mal hier in dem einen Abteil lassen wir auf jeden Fall die Kacke einmal raus und stattdessen nur den Flüssigtreibstoff. Und dann machen wir hier auch einfügen. Dann darf nur noch da die Kacke gelagert werden. Und dann hoffen wir, dass nicht ganz so viel Kacke eingesammelt wird. Weil an und für sich ist es natürlich sehr praktisch, da kann man den Sprit draus machen. Aber wenn unsere Leute jetzt die ganze Zeit nur noch hin und her rennen, um Kacke einzusammeln, dann haben wir natürlich ein Problem. Das hier würde ich ganz gerne mal entfernen, dieses Büschlein. Das passt hier einfach nicht rein. So, wir brauchen eigentlich, von euch brauchen wir auch noch eine Statue, sehe ich gerade, ne? Eine Statue. Und hier haben wir auch gar nicht Text festlegen. Dracker. Ernsthaft? Das steht nicht mal. Ja gut, das ist natürlich Kacke, ne? Können wir das auch irgendwie, ja, das ist natürlich doof. Das steht dann einfach so, das ist ja doof. Nee, aber das finde ich nicht schön. Ich habe gedacht, das wäre da so draufgeschrieben. Das reißen wir wieder ab. Weg damit. Ja, aber dann brauchen wir eigentlich noch einen Dracker hier, den wir, als Steinstatue hier einmal platzieren. Ich würde einfach nochmal, ich gucke mal hier ganz unauffällig gerade mal hier so eben die Liste runter, ne? Ich tue so als wäre das was ganz Normales. So. Den ganzen Bums. Den stellen wir uns mal hier hinten hin. Wobei Racker dann natürlich weiterlaufen muss, wenn was kaputt geht. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ist auch schade, dass die nicht mittig platziert werden irgendwie, ne? Aber ich denke, dass wir den Platz da vorne noch brauchen. Dann schmeißen wir den ganzen Kladderaditsch einfach mal dahin. Zumindest so. Die ganzen Windräder, die sollten es da ganz gut machen. So, hier haben sie auch wunderbarerweise die Reichweite erhöht. Was mir sehr gut gefällt. So, dass wir jetzt gar nicht mehr so viele von den Strommasten brauchen. Reicht das jetzt sogar? Tatsache, den können wir sogar bis hier hinsetzen. Ey. Wüste bekloppt. Machen wir das so. Müssen wir nur mal gucken, ob wir dann hier eine Verbindung jeweils haben zu allen. Weil ich glaube, die Reichweite haben sie nicht erhöht. Meine ich zumindest. Geräte ohne Strom 2.
Nicht genügend Strom. Verbunden. Ist doch alles. Hä? Ist doch alles miteinander verbunden. Was ist denn jetzt hier los? Der Sensor funktioniert nicht. Achso, ist der kaputt oder was? Nee, warte mal, das ist ja der Sensor. Geräte ohne Strom. Ihr zwei seid ohne Strom. Wieso seid ihr ohne Strom? Das ist jetzt ganz schlecht gerade. Wieso seid ihr ohne Strom? Freunde? Es kommt ein Angriff. Hallo? Herr Ken, können Sie sich einmal darum kümmern? Moment, Sie sind wieder mit Strom. Abbrechen? Die Sonne scheint und schon haben sie wieder Saft. Moment, haben wir? Hä? Die greifen scheinbar nicht auf die... Die greifen nicht auf die Batterien zu? Moment, jetzt muss ich... Warte mal. Was ist hier los? Was ist hier los? Also, wir haben jetzt eigentlich nur die Windräder weggenommen. Wir haben hier... massig Batterien, die sind auch alle voll. Wir haben hier auch eine Verbindung. Vielleicht liegt es an den Jungs hier wieder. Das kann natürlich sein. Aber ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Ja gut, jetzt sind, Sonneneruptionen da. Das ist auch sehr nett, dass sie gerade jetzt kommen. Das ist schwierig. Aber okay. Aber ich wundere mich trotzdem, was da gerade los war mit den Sensoren. Ihr seid jetzt sowieso deaktiviert. Jetzt können wir das gar nicht überprüfen. Okay, kommt mal alle hierher. Ich brauche euch jetzt mal. Und die Hunde eigentlich auch, ne? Jetzt kann ich die Hunde echt mal gut gebrauchen. Verdammte Axt. Naja. Ach, guck mal, wir haben ja gar kein Pulsgewehr mehr, ne? Du kannst dir mal eben hier das Pulsgewehr, was wir gefunden haben. Das kannst du dir mal schnell holen, Rita. Und dann stellst du dich wieder hin. Ach, verdammte Axt, wir haben ja Flugangriffe, ne? Aber das ist eigentlich kein Problem. Die dürften da unten eigentlich alle gebrutzelt werden, weil es gibt ja momentan den Bug, dass wenn man unterm Dach steht, ich nehme zumindest an, dass es ein Bug ist, dass die Jungs dann fröhlich tief fliegen. Wobei, jetzt machen sie es gerade nicht alle, aber die meisten. Werden alle schön weggebrutzelt. Okay, kein Problem. Auch ohne Energie gar kein Problem, ohne Laser. Wir haben ja unsere Flammenwerfer. Da wird aber kräftig verfehlt hier. Kann sich auch ein bisschen anstrengen hier. Gut, dann schießen wir die da einfach noch weg, ne? Das dürfte jetzt ratzfatz gehen. Wobei, hier, der hängt ja hier doof in der Luft gerade, ne? Was greift er denn da an? Den Flammenwerfer natürlich. Ach gut, ich wollte gerade jemandem sagen, er soll doch mal bitte... Ach so, du hockst jetzt da oben drüber, das ist natürlich schlecht. Dann schieß die mal weg da. Genau so. Wunderbar. Weiter geht's. Okay, kein Problem. Kein Problem, jetzt muss Racker natürlich wieder jede Menge reparieren. da könnten wir auch mal gucken. Ja, Bauen sind alle auf 3, ne? Auf 4, bis auf Racker. Das passt eigentlich auch ganz gut. Wir könnten natürlich den einen oder anderen da auch nochmal auf 3 setzen, aber ich wüsste nicht wen. Die haben alle genug anderes zu tun. Okay. So, Rita kommt mit dem Anpflanzen noch immer nicht hinterher, ne? Weil sie zu viel tragen muss irgendwie. Aber wenn wir niemanden mehr tragen lassen, dann haben wir auch ein Problem. Also diese Tiere und diese ganzen, die damit einherkommenden massigen Felder
sind schon problematisch. Das muss man immer wieder betonen. Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Man muss halt super viel Nahrung produzieren. Man kann natürlich auch hier diesen Matsch, ups, nicht spiegeln, sondern hier anfertigen. Man kann natürlich auch hier den Fraß aus allem Möglichen produzieren, aber Zufriedenheitseffekt ist bei minus 12 und das bringt halt auch nichts. Also so ein bisschen was da herstellen, das bringt gar nichts. Das ist auch viel zu wenig. Ja. Naja, müssen wir mal gucken. Wir müssen mal abwarten. Ich denke, die Lösung wird mit dem nächsten Survivor kommen, ne? Denke ich jedes oder sage ich jedes Mal und letzten Endes kommt die Lösung dann nicht wirklich. So, jetzt müssen wir mal abwarten, was jetzt passiert, wenn die Sonneneruption vorbei ist. Ob wir dann hier Energie drauf haben. Müssten wir eigentlich, weil wir haben ja hier... Ach, guck mal, jetzt fehlt hier eine Verbindung. Dann werden wir den hier einmal bewegen. Vielleicht lag es daran. Da war zwar optisch eine Verbindung hergestellt, aber vielleicht war das das Problem. Und hier sehe ich auch gerade keine Verbindung. Ah, das ist schade, dass der Bug noch drin ist. Aber muss man eben darauf achten, wenn man ein bisschen sich umguckt, dann sieht man ja, wo es passt und wo es nicht passt. Moment mal, hier kommen die gar nicht ran, ne? An den. Jetzt mal den mal dahin. Da kommen sie sonst gar nicht ran, glaube ich. So, ihr wird jetzt von A nach B getragen. Das funktioniert auch wunderbar. Hugo kümmert sich weiterhin um Tiere. Das ist schön. Wir brauchen nur eindeutig mehr. Deutsche Dogge? Oh nein! Karl ist tot! Oh, Karl! Naja gut, ein Hund weniger. Und ich war es nicht. Leute, ich war es nicht. Der hat ein langes, glückliches Leben geführt. Hier bei uns. Auf dem Bauernhof. Ich meine, er hat jede Menge Nachwuchs verloren, aber muss man ja jetzt nicht drüber sprechen. So, wir können ja mal gucken. Apropos, wie sieht es denn aus in der Liste? Wir haben noch Karl der Große, der ist tot. Dragonia und Hope haben wir jetzt noch. Haben wir noch ein Männchen da? Der hier, dann haben wir ja nur noch Dragonia und... Wo ist denn Dragon? Dragonia? Hope? Dragon habe ich nicht in... Also Dragon müsste eigentlich... Ist der schon vorher gestorben? Habe ich das... Nee, das hätte ich doch gehört, wenn der gestorben wäre. Ich denke, wir sollten diesen Hund hier nicht einfach verwesen lassen, sondern wir werden den mal vergraben. Wir spendieren ihm eine Bestattung. Damit das klar ist. Nicht, dass jetzt jemand denken würde, wir würden hier was anderes tun. So, wir sind hier bei 7. Das ist nicht gut. Wie sieht's denn hier aus? Wir sind hier bei 552. Das ist gut. Du bist Hope. Wo ist denn Dragon? Hä? Ist er auch gestorben? So, dann werden wir mal Folgendes tun. Wir werden mal hier, werden wir das Ding mal abreißen. Das Teil reißen wir einmal ab. Dann haben wir hier diesen. Den können wir da im Grunde genommen auch stehen lassen. Und hier ist natürlich auch noch Fleisch drin. Wir müssten eigentlich unsere Hunde und unsere Tiere im Allgemeinen müssten eigentlich genug Futter bekommen. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir wirklich nur noch Hope und Dragonia, ne? Aber Dragon, wo der hin ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dragonia? Hope. Hm. Vielleicht ist der schon früher an Altersschwäche gestorben. Ja, und wie gesagt, wir werden das jetzt so machen, dass wir ein Hund besitzen. Ja, oder vielleicht auch mal zwei, aber immer nur gleichgeschlechtlich.
Und wenn die dann an Altersschwäche sterben, dann holen wir uns einen neuen Hund aus der Wildnis. Was ist das denn hier? Wie siehst du denn aus? Ach, die Pflanze ist tot. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen in der Form. So, wir brauchen eindeutig mehr Vögel, ne? Die vögeln einfach gar nicht. Das müssen wir denen auch irgendwie noch beibringen. Ich weiß noch nicht, wie. Wie bringt man Vögeln das Vögeln bei? Mit dieser Frage entlasse ich euch aus dieser Folge. Vielen Dank für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge der dritten Staffel. Dann gucken wir mal, was so ansteht. Wahrscheinlich wieder jede Menge rumsortieren und irgendwie hinbekommen, dass hier ausreichend produziert wird. Schauen wir mal. Wir kriegen hier auf jeden Fall die Kurve. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.